Wie viel Geld kannst du mit Trading verdienen? Das schauen wir uns jetzt einmal in diesem YouTube-Video gemeinsam an. Hi und herzlich willkommen zurück hier wieder zu einem neuen YouTube-Video. Florian hier und ich freue mich auf jeden Fall wieder darauf, dass du hier eingeschaltet hast, weil heute möchte ich einmal mit dir persönlich natürlich halt auch mal über das Thema sprechen, wie viel Geld kann auch überhaupt ein Trader verdienen? Naja, das möchte ich jetzt mit dir im Laufe des Videos halt genauestens besprechen und vorweg kann ich dir schon mal sagen, das Ganze wird dich auf jeden Fall von den Socken hauen, weil da können auf jeden Fall alle Beträge halt drin sein, die du dir vorstellen kannst. Heißt also vierstellige, fünfstellige, sechsstellige und siebenstellige Parts, ja. Heißt also, ja, ich spreche davon, dass du 1000 Euro am Tag verdienen kannst, 10.000, 100.000, aber auch 1 Million am Tag verdienen kannst. Du musst nur diese paar Regeln natürlich genauestens befolgen. Und bevor ich jetzt in die Kernthemen natürlich reingehe, packe ich jetzt erstmal direkt das allerwichtigste Thema halt auch an, was dich jetzt aber vielleicht auch wundert oder auch komplett, ja, langweilt, weil du es vielleicht schon sogar auch kennst, ja. Und ich möchte dir jetzt natürlich erstmal verraten, was wirklich der gesamte Kern halt ausmacht, um erstmal erfolgreich traden zu können. Weil diese Beträge schieben wir jetzt erstmal kurz auf Seite. Wir schauen uns erstmal den Hauptkern halt natürlich halt auch an. Und dafür male ich jetzt erstmal ein kleines Kuchendiagramm, was bestimmt nicht perfekt rund wird, ja? So, aber dieses Kuchendiagramm möchte ich jetzt gleich ein bisschen einmal teilen und mit dir jetzt gemeinsam halt auch besprechen. Weil dieses Kuchendiagramm möchte ich jetzt hier in ein paar Teile halt einmal aufteilen, ja? Das sind die Kernbausteine, um überhaupt erfolgreich traden zu können. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich halt auch wundern, was eigentlich, ja, der gesamte Part halt auch eigentlich vom erfolgreichen Trading halt auch ausmacht. Ja. Hier haben wir ungefähr 10% und diese 10% ist die eigentliche Analyse. Die technische Analyse oder auch fundamentale Analyse genannt. Heißt also, fundamentale Analyse sind einfach gewisse wirtschaftliche News, so gewisse Krisen oder Kriege. Das ist halt auch immer ganz wichtig oder halt auch bei fundamental fällt natürlich halt auch nochmal das Gelddrucken halt mit rein. Das ist aber jetzt ein sehr, sehr spezifisches Thema natürlich. Da wollen wir jetzt nicht ganz so drauf eingehen. Ich möchte dir wirklich nur die Bausteine natürlich mal mitgeben, was wirklich ein erfolgreicher Trader halt auch ausmacht. Und diese 10% ist komplett die Analyse. Heißt technisch gesehen, kennst vielleicht auch ein paar YouTuber wahrscheinlich im Aktienmarkt, im Kryptomarkt, die immer wieder solche Analysen natürlich machen. Wo geht der Bitcoin wieder rauf? To the moon, to the bottom. Ja, what's going on? Was mache ich jetzt? Wichtig ist einfach nur, du musst einfach nur verstehen, das ist nur 10 fucking Prozent. So, und deswegen ist es echt wichtig, dass du hier nicht auf einen blöden Influencer hörst oder whatever. Du musst deine eigene Analyse beherrschen. Du musst diese 10% komplett beherrschen. Das ist das Wichtigste schon mal für den ersten Step, was total viele falsch machen, um erfolgreich zu traden. Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, hä? Ich dachte doch die ganze Zeit, dass solche Analysen eigentlich so gefühlt 90% ausmachen. Ja, das ist aber faktisch komplett falsch. Weil du musst überlegen, der Kurs geht dir einfach nur rauf oder runter. Eins von beiden. Es ist eigentlich eine 50-50 Chance. Und dazu kommen wir jetzt natürlich halt auch. Die nächsten 20% werden sich jetzt wahrscheinlich auch noch vom Hocker hauen. Und das ist wirklich komplett 100% klar so. Ja? Ist einfach nur dein Management. Also ich kürze das mal kurz ab. In RRR, das bedeutet einfach nur Risk-Reward-Ratio. Das musst du jetzt gar nicht hundertprozentig so verstehen. Ich mache es einfach in Kurzfassung. Was bist du bereit zu verlieren und was bist du bereit zu gewinnen? Das muss einfach für dich im Vorfeld schon klar sein. Und somit hätten wir diese 30% schon. Und zu den 70% kommen wir gleich, was da richtig halt ist. Weil dieser Risk-Reward-Ratio ist mit am entscheidendsten, was total viele komplett falsch macht. Was bist du bereit zu verlieren, um das und das zu gewinnen? Ich mache dir auch mal ein kurzes Beispiel. Vielleicht hast du auch schon mal in irgendeinen Scamcoin investiert oder in einen Coin investiert und hast dabei Verluste gemacht. Wichtig ist, jeder Coin, jeder Token kann auf Null fallen. Dasselbe ist natürlich halt auch allgemein immer halt auch im Leben, wenn du in ein neues Projekt halt auch investierst. Was bist du bereit zu verlieren? Das heißt also auch, was bist du bereit auch aufzugeben, was du nicht mehr benötigst, um aber
das und das zu gewinnen. Und das muss dir im Vorfeld halt klar sein, wenn du so eine Analyse am Anfang schon machst, was bist du bereit für diese Analyse zu verlieren? Und wenn dir das klar ist, dann wunderbar. Dann hast du eigentlich den Kern schon gemeistert, weil das ist der Part, worum es am meisten geht. Technische Analyse, dazu dann fundiert natürlich, was bist du bereit dafür für deine Analyse zu verlieren? Und wenn du das schon mal beherrschst und klar hast und ein klares Management halt auch hast, dann hast du nur noch die 70%, gegen die du kämpfen musst. Und diese 70% ist das Spannendste überhaupt. Das muss man dir richtig halt auch beibringen, immer wieder. Das sind deine Emotionen. Deine Emotionen gegen dich selber. Das ist der Grund, warum 95% aller Leute, meiner Meinung nach, also das ist nur eine Statistik, meiner Meinung nach sogar 98% verlieren komplett ihr Geld an der Börse, beim Trading. Warum? Weil sie gierig sind. Ja, sie sehen Analysen, die gehen nicht auf, sind ungeduldig, haben kein richtiges Risk-Reward-Ratio, was bin ich bereit zu verlieren? Und sie stellen sich eigentlich die ganze Zeit selber ihre Hürden. Das heißt einfach nur, du stellst dir selber die ganze Zeit Steine in den Weg. Ich habe das selber damals auch gemacht, habe mir selber auch Steine immer in den Weg gelegt, damit kommst du nicht weiter. Und du hast immer wieder neue Probleme. Weil das Schlimmste ist immer der Kampf gegen dich selber, die ganze Zeit beim Trading. Jeden Tag, jeden einzelnen Tag. Vielleicht bist du auch schon erfahrener Trader. Vielleicht kennst du das alles auch schon. Oder vielleicht möchtest du jetzt auch Trader werden, aber dir ist noch gar nicht bewusst, was du genau dafür brauchst, weil das sind die drei Kernelemente. Mehr brauchst du nicht, um erfolgreich zu traden. Egal, wie die Analyse aussieht. Ohne den richtigen Risk-Reward bringt dir die beste Analyse nichts. Dir bringt auch der beste Einstieg nichts. Du kannst auch normale Analysen machen und diese Analysen halt auch handeln. Wir haben eine 50-50 Chance und du kannst auch mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1:2 natürlich halt gut profitabel sein. Das heißt also, du kannst 50% verlieren und 50% gewinnen und du bist trotzdem massiv im Plus. Das Problem ist aber nur an der gesamten Sache, der Kampf gegen dich selber, weil das ist so, als wenn du in der Schule die ganze Zeit immer nur 50% richtig liegst und gerade so eine Note 4 bekommst, also ausreichend hast. Eher schon Richtung mangelhaft, also Richtung 5. Und das ist so der Part. Aber trotzdem bist du eigentlich damit erfolgreich. Aber wir haben ja damals in der Schule zum Beispiel auch gelernt, dass du ja immer eine 1 oder 2 schreiben sollst oder mal Minimum eine 3. Aber eine ausreichend ist ja echt total unterirdisch. Ja, damit kommst du gar nicht weiter. Unsere Eltern ja auch teilweise. Ja, unsere Eltern haben uns das ja natürlich halt auch beigebracht. Deswegen ist das richtig tief bei uns verankert. Und das ist genau der Grund, warum auch du schon mal Geld verloren hast. Oder halt auch, wenn du in Zukunft lostraden möchtest, dann denk auf jeden Fall an meine Worte. Ja, die sollten sich schon richtig tief verankern bei dir im Kopf. Genau das ist der Part. Du wirst dich immer hier wiederfinden. Die ganze Zeit, kontinuierlich. Egal in was für einer Trading-Phase du bist. Egal, ob du mit deinem kleinen Konto handelst, mit deinem großen Konto, wenn du Gelder von anderen Leuten annimmst oder. Da gibt es eine massiv große Liste an Trading-Fehlern, die du unbedingt vermeiden musst, um erfolgreich zu handeln. Ich kann ja sagen, ich spreche wirklich aus eigener Erfahrung. Ich habe gefühlt jeden Fehler schon gemacht und ich weiß ganz genau, an welchem Punkt jeder Trader halt auch ist, weil das immer wieder ein selbes Muster halt auch einfach halt auch ist. Deswegen haben wir auch eines der größten Bildungsinstitute für Blockchain-Technologie und halt auch Trading halt auch ins Leben gerufen. Ja, sind halt auch mittlerweile, jetzt, wo du das Video wahrscheinlich siehst, schon TÜV-zertifiziert. Also wir sind wirklich ein TÜV-zertifiziertes Unternehmen. Das ist auf jeden Fall das Spannendste überhaupt, weil wir einfach nachhaltig sind, ganz klare Prozesse halt auch haben, unsere Kunden Step-by-Step halt auch betreuen, genau wegen diesem Muster. Weil dieses Muster spiegelt sich überall wieder, beim Investieren, beim Trading und das ist halt das Effektivste und Nachhaltigste, was du überhaupt auch benötigst, um wirklich erfolgreich halt auch zu handeln. Und dann kannst du auch Step-by-Step auch große Konten handeln, weil auch da sind massiv große Probleme halt auch möglich natürlich, die du komplett falsch machen wirst, wenn du keinen richtigen Coach und auch keinen richtigen Mentor an deiner Seite hast, der dann mit dir gemeinsam einen Plan entwickelt, wie du das systematisiert auch gut aufbaust, wie du dich immer besser tracken kannst, plus dann natürlich komplett auf deine Emotionen halt auch eingehen, auf deine persönliche Weiterentwicklung, damit du das überhaupt verstehst und dann halt Step by Step lernst, wie du selber als Trader 1000 Euro am Tag verdienen kannst, 10.000 Euro am Tag verdienen kannst, 100.000 oder sogar auch 1 Million. Ab einem gewissen Level gibt es auch eine gewisse Grenze, aber du musst dir erstmal im Vorfeld klar sein, was möchtest du, dann
solltest du dir auf jeden Fall erstmal ein kostenloses Erstgespräch bei uns natürlich halt auch buchen, damit du immer wieder eine konstante Betreuung halt auch hast, damit wir dich optimalsten halt auch beraten können, was da natürlich für Hindernisse auf dich natürlich noch zukommen. Vielleicht hast du dich an irgendeinem der Punkte halt auch wiedergefunden. Ist auf jeden Fall wichtig, selbst wenn du erfahrener Trader bist oder gerade anfangen möchtest, wir können dir dabei auf jeden Fall sehr gut weiterhelfen. Deswegen trag dich gerne mal hier unter diesem Video auf ein kostenloses Erstgespräch ein und dann hören wir uns halt einfach in den nächsten Stunden oder Tagen, weil es ist wirklich wichtig, dass du dich auf jeden Fall mit Finanzen auseinandersetzt, mit dem Thema Trading, weil das ist ein Markt, der ist komplett zukunftssicher, weil gehandelt wird immer, investiert wird immer. Und wenn du da die Muster erkennst, die wichtigsten Faktoren, die wichtigsten Risk-Rewards und deine eigene Emotion halt natürlich auch voll kontrollierst mit dem richtigen Plan, mit der richtigen Strategie, dann freue ich mich auf jeden Fall von dir persönlich halt auch zu hören. Und dann würde ich sagen, hier unter dem Video, klick dich mal auf jeden Fall direkt rein, buch dir ein kostenloses Erstgespräch und dann kannst du auf jeden Fall auch einer der erfolgreichsten Trader im deutschsprachigen Raum halt auch werden, wenn das halt auch zum Beispiel dein Ansporn halt ist. Deswegen würde es mich auf jeden Fall freuen, von dir in den nächsten Stunden oder Tagen halt auch zu hören bei dem kostenlosen Erstgespräch. Und ich würde sagen, das war's dann mit diesem YouTube-Video und wir hören uns dann zum nächsten. Mach's gut, ciao, ciao, dein Flo, mach's gut.